So, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir befinden uns hier in der Tiefgarage zum hübschen Wagen. Im letzten Video von meinem Bruder hier. Im letzten Video haben wir den E61 gezeigt und heute geht es um sein Nicht-Daily, um sein Schönwetterfahrzeug quasi. Und zwar den S3 als Limousine. Und boah, Junge, also ihr denkt euch jetzt, da kommt ein ganz normaler S3. Also ich drehe jetzt mal die Kamera rum und dann wisst ihr, was abgeht. Boah, Junge, Junge, Junge. Bist du wahr, genau das meine ich. Aber so darf man ja nicht fahren, gell? Na. Na. Aber so für die Optik ist geil. So als Limo ist geil. Warte, warte, jetzt mal Kaltstart. Warte, ich gehe nach hinten. Bam, okay. Ist das Vierzylinder? Ja. Bam. Oh mein Gott. Junge, Vierzylinder und so ein Klang, wie geil klingt der Wagen. Die Folie ist auch mega, mega geil. Schreibt jetzt schon mal eure Meinung gerne zum Wagen drunter. Boah, wenn man so fahren dürfte mit den Blinkern an, boah, das wird so mega, mega geil aussehen. Gut, hier steht der Wagen jetzt im Licht, in voller Pracht. Boah, also bist du wahnsinnig. Du wirst uns ja gleich alles, wirklich alles zum Wagen erzählen, was es so zu erzählen gibt. Denn da wird einiges gemacht. Der ist weit, weit weg von Serie. Also wirklich. Bam. Die Blenden sind auch geisteskrank geil, muss man sagen. Also beginnen wir mal. Daten, Zahlen, Daten, Fakten zum Wagen. Baujahr, Modell 2015. Audi S3, Limousine. S3, Limousine, genau. Vorfacelift ohne OPF. Zweitbesitz bin ich auch. Ja, Baujahr? Zweitbesitz 2015. 2015, okay. Ja. Was haben die Serienleistung? 300. Genau 300. Wie 7er genau. R? Ja, genau. 300 haben die. Ist selber Motor eigentlich? Ja. Wie im Golf 7er? Ja. Ja, ah, okay. Ist genau derselbe. Okay. Alles verändert. Also der war komplett Serie. Was hat er jetzt drin für Fahrwerk? Haunier Deep. Ah, und der Deep, okay. Ich hatte das V2 drinnen, aber das kannst du in Österreich angeblich nicht typisieren, weil es zu tief ist. Ah, okay. Dann habe ich vorne die anderen Dämpfer bestellt von Haunier und jetzt ist es die tiefste Fahrmöglichkeit in Österreich. Was sind das für Felgen? Japan Racing? Japan Racing 34, 19 Zoll, 8,5 ET 39. Ist 19 Zoll Max, was man fahren darf? Nein, ich habe 20 Zoll auch typisiert. Ah, okay. Aber also gibt es die Serie auch mit 20 Zoll? Das weiß ich gar nicht. Ah, okay. Also ich glaube nur 19. Also serienmäßig sind sie 19 Zoll, aber 20 Zoll MB sein habe ich typisiert. Aber die Felgen gefallen mir ein bisschen besser. Schon ein bisschen. Ja, die haben mehr Kanten. Ich bin nicht so Fan von den Felgen, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt geilere. Aber ja, sie haben schon ein wildes Design, sagen wir es so. Ich suche jetzt Rotiform KPS. 19 Zoll suche ich jetzt. Welche gibt es Rotiform, die unbekannt sind? Die aussehen wie die CSL. RSE. RSE, ja genau. Ja, genau. Ja, die haben auch viele. Ja, Audi typisch, dieser silbernen Spiegel, finde ich auch geil. Ja, also, ja, die waren davor Carbon. Bei jedem S-Modell, oder? Sind die so? Sind ich die, glaube, ja. Ja bei Audi A6 und auch und so. Also RS und S6. Also ja. S und RS. Allen S-Modellen, ja. Ah, wir haben auch diese ganzen Maxen Design haben wir auch komplett, oder? Ja, komplett Lippe, Seitenschwelle, Diffusor. Ja, hier sieht man das echt. Ja, hier die Lippe vorne. Sieht schon geil aus, muss man sagen. Selber bearbeitet den Grill. Geht auch voll weit. Du guckst so. Ja, Grill ist geil. Ah, Grill ist da, hast du dir gesagt, Wabengrill, gell? Genau, den habe ich selber bearbeitet in der Kamera. Ah, damit alles noch funktioniert. Ja, weil sonst. Bei Vorfacelift S3 mit Kameran hast du kein RS-Grill. Ah, den gibt's kannst gar du gar nicht kaufen. Ja. Und der Originale hat mir nicht gefallen zum Design. Ja, gut, dann haben wir weiter. Also zur Folierung kommen wir auch noch. Ja. Die Leute glauben noch, wir haben Folierung vergessen. Seitenschwelleransatz haben wir auch. Ja, auch hier komplett. Maxton. Auch Maxton. Ist quasi Komplettpaket, gell? Cool, ja. Und Diffuser genauso. Boah, der Diffuser ist ziemlich weiter weg. So. Boah, ist das auch serienmäßig so rot? Also nein, besser nein. Kommt er so? Das habe ich. Weil sie schon, foliert mit der Folie, genau. Ja. Sieht Folie schon geil ist vom aus. RS3 Facelift. Carbon. Vom RS3 also Facelift. Carbon. Ah, okay, geil. Ja, der schaut doch geil aus. Eigentlich billig geschnappt. Ja, will haben?
Ja. Okay, geil. Geil, der Diffuser, aber Diffuser ist glaube ich so mein Highlight. Ja, ja, noch die Heckansätze links. Ah, die kommen noch da, die gell? Kommen noch, genau. Ja. Die waren nicht lieferbar derzeit. Boah, aber der Diffuser sieht abnormal aus. Also ja, der schaut wirklich aus wie so ein Auto aus Amerika. Ehrlich. Ist so wahnsinnig, der ist echt fett. Und mit die Endrohre sind auch geil, muss man sagen. 15. Normal sind die ja viel kleiner, gell? Sind ja, ja so die winzig sind eigentlich. 75 original, glaube ich, die sind jetzt 115. Ja. Also weil, boah, steppert der. Ja, die Endrohre sind echt mega, mega geil. Und sonst auch die Optik. Ich finde Limousine ja viel geiler als Hatchback. Ist auch viel seltener, weißt du? Ja, eigentlich wollte ich mir nun also nie einen S3 kaufen, außer es wäre eine Limousine. Und der war wirklich zufällig, weil ich habe eigentlich BMW gesucht. Ja. Ja, ja, wir sind ja nicht so VAG-Typen eigentlich. Ja, aber ja, ja. Sind schon auch geile Dinger, muss man sagen. Vor allem hier S3 Limousine sind gar nicht mal so teuer, weißt du? Und du kriegst ein mega geiles Auto. Geile Optik, auch extrem moderne Optik. Du hast Rückfahrkamera, du hast dies, das. Ja, du hast alles Mögliche. Ja. Ja, man hat extrem. Man hat extrem, extrem viel Ausstattung für den Preis. Ja, ja, bam, Schiebedach, gehen wir mal hier auch rein. Wabensitze. Da schauen wir uns das Ganze mal hier an. So, jetzt hier Innenraum, Lenkrad, ist Serie aber, gell? Jetzt ja, gerade. Das ist komplett Serie. Aber sieht der gut aus. Oben unten, Carbon. Ja, findest? Links, ja, 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 wird schon geil. Aber Napa-Leder ist immer das... Ah, Napa-Leder, okay, nicht Alcantara. Nein, nein, nein. Alcantara ist immer... Alcantara mag ich nicht, weil das nützt sich wohl schnell auf. Ja, ja, das schaut noch nicht und so geil aus. Boah, die Sitze sind aber auch geil. Mit dem S3, mit diesem Wabenmuster ist es auch, gell? Ja. Wahrscheinlich, ja. Ich finde hier beim S3 nicht so geil, dieses kleine Navi hier. Aber sonst hat man hier alles. Sitzheizung, ja, Rückfahrding, alles Mögliche. Getriebe ist auch gut, gell? In dem, glaube ich. Ja. Diese S-Tronic ist, glaube ich, auch geil. Hab sogar Getriebesoftware drauf. Ja. Schaltet richtig stark. Was hat der für Dinge? Für. Wie sieht man das jetzt? Ja. Glaube ich, genau 170.000 jetzt. Ah, okay, 170.000. Gut, wir haben jetzt hier also 170.000 Kilometer, auch nicht so wenig, gell, für so ein Auto. Ja, eigentlich. Es ist schon sehr viel, aber ich habe mir jetzt nicht einmal ein Jahr schon komplett umgebaut und bin schon fast 40.000 Kilometer gefahren, 50.000. Ja, boah, okay, das ist viel, ja. Das spricht der auch eigentlich für den Wagen, weil dann sind die eigentlich relativ robust, weißt du? Ja. Die Vierzylinder, oder? Kein Ölverlust? Zum Glück, ja. Okay. Also sind die normalerweise bekannt dafür, oder was? Die Motoren nicht wirklich, aber es kann schon gut möglich sein. Weil 170, weißt du, normal die Leute fahren damit nur 10.000 Kilometer im Jahr. Ja. Mit diesen ganzen, mit solchen Autos. Boah, aber Motorraum schaut auch geil aus. Ja, also Motorsport Fahrzeug. Also der ist Downpipe ist hinten. Okay, ja. Ja, also von der Optik her muss ich sagen, sieht Audi ist eh auch geil, weißt du, von der Optik. Weißt du, BMW hat immer Angel Eyes vorne und Audi hat halt dieses. Ja, ja. Egal welcher, auch S4 sieht geil aus, S5 auch, weißt du, RS5. Ja, ja. Die sehen schon auch geil aus. Werk die Blackline Edition gehabt. Also Kühlergrill war schwarz, Heckdiffuser war schwarz. Ah, Zierleisten. Die Scheinwerfer sind ein bisschen dünkler als original. Ah, okay, geil. Das geht seriemäßig? Ja, alles typisiert. Ja, das ist wichtig, vor allem bei uns hier. Mega, ohne Typisierung kannst du ja, daheim bleiben eigentlich, ehrlich. Ist nur Frage der Zeit. Und dann ist immer teurer als ohne Typisierung. Mit dem Schiebedach ist auch geil. Ich finde es auch immer geil, beim S3 geht das Schiebedach hier so das Ding raus, ja, komplett ja, als Ganzes. Wenn man das jetzt so vormacht, mach mal. Ja, genau, die ganze Scheibe geht mit, das schaut schon echt geil aus. Boah, Junge, kommt das da nicht? Okay. Bam. Also ich muss sagen, nachdem ich bei mir 90 auch Schiebedach hatte, Schiebedach ist schon ein Muss. Ja, das ist schon. Ja, eine für Krankheit. Die Optik. Du musst es haben. Ja. Ohne geht geil. Du gibst nur in Suchmaschine gibst du ein Schiebedach. Hakan, schaut euch das an. Bam. Mit den Felgen auch. Die Folierung ist mega, aber die hast du noch nicht so lange oben, gell, die Folierung? 2 Wochen, 3 Wochen. Ja, 3 Wochen. Also nicht ja, lange. Ist auch mega auffällig dann, oder? Ja, ja. Für alle schauen wahrscheinlich. Ja, ich schon. Ja, sicher. Bam. Die Folierung ist krass, ja. Aber die lässt du jetzt oben, oder? Ja, die lässt du oben. Ja, hier schon 07, Ronaldo-Fan. Aber ist geiler Wagen. Aber sonst bist du zufrieden, gell, bisher? Verbrauchstechnisch, ja, jetzt wichtige Frage. Verbrauch? 14 Liter, geht eigentlich. Sure, aber er geht auch weniger. Ja, ja, es geht. Es geht. Aber auf der Autobahn 9 Liter. Ach so, ohne, okay. Ohne Gas geben, aber. Ja, ja, wenn du normal fährst, so 130, 140. Das ist ja. Ja, dann kommst du, glaube ich, auf 9 Liter, 8, 9 Liter. Ja, ist sehr gut, aber für so ein Auto. Für sein. Nur die Reichweite ist nicht geil. Warum? 400 Kilometer. Wie viel Liter Tank hat der Klein wahrscheinlich? 55, glaube ich.
Ah, okay. Ah, wie der M4, 55 genau. Ja, 55 Liter. 400 Kilo. Ja, okay. Ist aber ja auch kein Daily, weißt du? Wobei. Ja, du gibst einmal Gas, er zeigt dir 320er. Schwör, ich dachte, die sind eigentlich relativ sparsam, 4 Zylinder. Ja. Wenn du ohne viel Gas geben fährst, aber das Auto kannst du nicht. Ja, ich weiß, das verleiht es einem wahrscheinlich, so Autos, weißt du. Wenn man so Autos hat, die wenig Pace haben, dann fährst du auch viel langsamer. Weil da gibt's gar nichts, weißt du? Ja, du bist doch allgemein viel gechillter. In so einem Auto, du musst einfach Gas geben. Es ist so, weißt du? Du bist gefühlt. Er sagt dir schon ganz, der drückt mich. Schau, wie er aussieht, schau, was für Klang er hat. Ich habe am Anfang überlegt, da Facelift umzubauen, aber. Wie schaut Facelift aus? Ist es nicht eher auch so? Ich dachte immer. Nicht genau, ich, aber ähnlich. Ähnlich wahrscheinlich, oder? Ja. Ah, okay. Ja, okay. Ja, wobei. Ich finde beides geil, aber das schaut für mich in echt viel besser aus. Ja. Aber auf Fotos ist es immer anders. Ja, ich finde allgemein das Auto schon mega geil. Wie gesagt, vor allem als Limousine, extrem, extrem schönes Auto, weil du hast halt einfach nicht diese Hatchback-Optik, nicht diese Kleinwagen-Optik, weißt du? Ja, das ist immer das Problem. Auch bei Golf so ein bisschen, aber vor allem bei sowas, das schaut einfach wirklich dann aus schon wie so 3er BMW-Level, weißt du? Ja. A3 sieht halt immer so aus wie, wenn du Hatchback hast, sieht es aus wie 1er BMW. Ja. So ist schon aber ein. Wenn ich neben einer Limousine stehe, schaut es wirklich, also der schaut wirklich klein aus. Ja. Ja, das stimmt. Wenn man so da steht, merkt man es eh auch. Das ist eher ein kleineres Auto. Aber ist eh geil. Weißt du? Wir sind zu viert nach Kroatien gefahren, ans Meer. Ja. Voll beladen, kein Problem. Ja, ich glaube ja auch platztechnisch hinten. Wenn man jetzt nicht, weißt du, hier vorne unbedingt liegt. Ja, jetzt. Jetzt, okay, du liegst vorne, aber man kann, weißt du, man hält, es ist nichts. Ja, oder sagst, es ist machbar. Bang, Bang & Olufsen Soundsystem hat er auch. Also richtig geil. Und natürlich auch die Ambientebeleuchtung, habe ich euch, glaube ich, eh auch gezeigt. Hier drinnen weiß ich gar nicht, aber das sieht man, glaube ich, eh auch. Hier jetzt komplett in lila, Ambientebeleuchtung. Schon auch mega, mega. Aber das ist nachgerüstet, oder? Oder ist das Serie? Das ist alles nachgerüstet. Also die wurden nachgerüstet mit integrierter LED-Ding. Ja. Die Mercedes-Düsen. Ah, der hat hier gar keine Düsen, gell? Der hat andere Düsen, der oder? Andere Düsen, ja. Was hat der nochmal für Düsen? Die habe ich. Ah, diese, ich weiß schon, diese mit einem Ding in der Mitte, so am Runden. Genau. Ja, aber boah, ich habe das gar nicht gecheckt, aber es passt gut. Ich kann sogar einstellen in allen Farben, ich kann es ausmachen und so weiter. Ja. Weil es schaut wie OEM aus eigentlich, ich hätte gar nicht gedacht. Jeder sagt da Fake AMG und so weiter, aber wenn du in Amerika schaust, hat jeder die. Ja, ich sind aus Amerika. Ah, okay, weil ich finde das Deo geil aus. Ich habe es jetzt erst gecheckt, weil jetzt ist mir aufgefallen wegen Ding. Wegen das schaut alles so plastikmäßig aus. Und Mercedes schaut. Und so, ja, ich finde das schaut auch viel edler aus. Ich finde, das merkst du auch, bei VAG ist halt immer so dieses Ding. Du merkst immer, egal ob Audi, Porsche oder so, wenn du sitzt, du merkst es VW irgendwo drinnen noch ein bisschen, weißt du? So diese Türgriffe merkst du auch schon, irgendwie aus Golf ein bisschen. So, aber die Sitze, muss ich sagen, vom Leder her sind geil. Die sind wirklich Qualität her und so, ist schon echt geil. Nur ab und zu an manchen Stellen, so hier sowas, weißt du, das kennst du ja auch selber aus. E90 ist viel besser verarbeitet. Das ist immer das Problem, was ich so habe. Die Qualität ist auch besser. Ja, bei BMW und so? Ja. Also ich finde beides gut, aber da merkt man schon mehr Plastik. Ja, weil du hattest jetzt beides, weißt du? Du hattest einige BMW jetzt schon, Audi auch. Ich glaube, du kannst aus Erfahrung auch sprechen. Ja. Nachdem hole ich mir wieder ein BMW. Aber du weißt noch nicht was. Ja, das ist noch eine gute Frage. Ja, aber der Wagen auf jeden Fall mega, mega geile Optik. Ich muss wieder hier nach hinten. Dieses Bild spricht einfach für sich. Schreibt gerne, wie gesagt, eure Meinung zum Wagen in die Kommentare. Bin mega gespannt. Auch zu den Felgen. Würdet ihr andere Felgen nehmen? Würdet ihr die Felgen nehmen? Die Tiefe ist eh so, wie sie ist. Ändern kann man die nicht, weil tiefer darf man bei uns eh nicht fahren. Aber gut, meine Freunde, das war's dann auch zum S3, zum heutigen Video. Ich hoffe, das Video natürlich hat euch gefallen. Boah, Junge, mit den Blinkern an, wenn man so fahren dürfte, wie krank wäre das? Oh mein Gott, dieses All Black auch. Also, Kontrast. Man munkelt, dass man im Ausland so fährt. Boah, warte, so, jetzt sieht man es, bist du wahr? Und in Amerika darfst du einfach so fahren. Ja. Ja, gell, du brauchst kein Kennzeichen vorne. Ja, das ist gar nichts. Deshalb sehen die amerikanischen Instagram-Bilder immer so geil aus, weil die dürfen einfach genau so fahren. Naja, gut, wie auch immer, mega krasser Wagen, mega schöner Wagen. Wie gesagt, eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare ballern. Und ja, natürlich Kanal abonnieren, Daumen nach oben da lassen. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut's rein, ciao.